Rush-Hour in Erkner, das heißt Stoßstange an Stoßstange. Die Staus ziehen sich an manchen Tagen durch die ganze Stadt. Tesla könnte das Problem sogar noch verschärfen. Warum dann nicht vom Bahnhof einfach entspannt mit dem Fahrrad weiterfahren? Vielleicht sogar bis zum Tesla-Gelände. Keine gute Idee, wenn man sauber ankommen will. Der Landkreis Oder-Spree plant aber eine Lösung für alle Fahrradpendler. Die alte Poststraße wird der neue Tesla-Weg. Wir haben den Vorteil, dass in Erkner noch der S3 ankommt, mit einem relativ schönen Takt, auch am Wochenende sogar, der allerdings dann eben nicht bis zum Gelände führt. Und da haben wir dann mit dem Radverkehr eigentlich ein Verkehrsmittel, was ziemlich unbeschränkt wachsen kann und was tatsächlich das Potenzial hat, einen maßgeblichen Teil des sogenannten Modal Split aufzunehmen und damit sowohl die Straße als auch eben den öffentlichen Personennahverkehr ein Stück weit zu entlasten. Zurzeit dürfte man hier nicht einmal mit einem E-Bike durchkommen. Für einen Highspeed-Radweg Deluxe muss noch einiges geschehen. Über 350.000 Euro soll das Projekt kosten. Im Oktober könnten dann hier die ersten Radler voll in die Pedale gehen.